Sein Durchbruch vor der Kamera kommt mit der überragenden Darstellung des hypochondrischen Christian Buddenbrook. Er spielt ihn mit kleinen Gesten und erzeugt so große Wirkung. Besetzungsfrage kam, die Erika Mann hatte ja Einspruchsrecht. Bei mir hatte sie nichts dagegen, hat sie gesagt, ja okay, sie kannte mich zwar nicht, aber sie hat gesagt, ja okay. Aber bei Horst Frank, der den Christian spielen sollte, da hatte sie sehr wohl was dagegen. Und wir haben das alles alle nicht verstanden, weil Horst Frank ein glänzender Schauspieler war. Und dann hat sie mir das später mal erzählt, hat gesagt, ja weißt du, ich wollte nicht, dass der Horst Frank die Rolle spielt, weil er den Schluss der Rolle schon im Anfang im Gesicht hat. Und das will ich nicht. Und da hatte sie doch auch recht. Und so kam Hansi an die Rolle. Und ich habe noch ein paar andere im Gespräch, aber ich habe dann überlegt, ich habe gesagt, also wenn einer diese Rolle spielt, dann muss es jemand sein, mit dem ich sehr gut befreundet bin, dass ich ihm das neidlos gönne, dass er mich auch an die Wand spielt. Und genau so kam es auch. Es wäre mir auch aus einem anderen Grunde angenehm. Etwas mehr Bewegungsfreiheit. Aline, weißt du? Ich weiß von keiner Aline und will von keiner wissen. Du musst gerecht sein, Thomas. Du hast keinen Begriff, was für ein prachtvolles Geschöpf sie ist. Sie ist so gesund. So gesund. Du solltest nur ihre Zähne sehen, wenn sie lacht. Ich habe auf der ganzen Welt keine schöneren Zähne gesehen. In Valparaiso nicht so richtig. Was deine geschäftlichen Pläne angeht, Toni hat uns eben jetzt viel Geld gekostet, die Mitgift und die Scheidung. Und auch meine Heirat mit Gerda Arnoldsen erfordert gewisse Aufwendungen. Du weißt, wir müssen umbauen. Gerda ist an modernen Komfort gewöhnt. Dein Glück, deine Heirat, deine Bequemlichkeit. Sobald es um mich geht, gibt es Schwierigkeiten. Wenn ich leide, lacht man darüber, oder? Man nimmt es nicht mal zur Kenntnis. Du ahnst es nicht, Thomas. Hier. Alle Nerven zu kurz. Und die ewigen Schluckbeschwerden. Und wenn ich abends zu Bett gehen will, dann sitzt nur zu oft ein Mann auf dem Sofa und winkt mir zu. So. Obwohl er eigentlich gar nicht vorhanden ist. Er hat das gar nicht verstanden, warum das jetzt auf einmal was Besonderes ist. Er sagte, ich war doch auch immer schon ein guter Schauspieler, oder? Ich sage, natürlich warst du, aber jetzt kommst du auf ein größeres Rad. Jetzt kommst du in die größere, breitere Öffentlichkeit. Und dadurch wird jetzt mehr Wirbel darum gemacht. Das hat er mit solchen Augen nicht angeguckt. Das hat er erstmal gar nicht verstanden. Künstler, welche in diesem Jahr die ganz besondere Gnade der gestrengen Kritiker gefunden haben, wurden mit der Überreichung der Kritikerpreise in München geehrt. Der Schauspieler Hans Lothar erhielt den Preis für die beste Nebenrolle. Das ist der Durchbruch. Kritikerpreis, Bundesfilmpreis und massenweise Angebote. Hans Lothar ist jetzt ein Star. Und auch privat ist 59 sein Glücksjahr. Lothar heiratet die Film- und Bühnenschauspielerin Ingrid André. Auch sie ist bereits ein Star. Ein Traumpaar also. Wie sehr die beiden ineinander verliebt sind, zeigen sie in der fast vergessenen Komödie Sturm im Wasserglas. Oh. Hallo. Hallo. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich suche einen Dr. Toss. Sie sind richtig, ich bin seine Tochter. Ach nee, und ich soll ihn interviewen. Wie das Leben so spielt, ja? Ja, wie das Leben so spielt. Kommen Sie herein. Dankeschön. Kurze Zeit später wird die gemeinsame Tochter Susanne geboren. Es muss dem vollkommenen Glück sehr nahe gekommen sein, was Hans Lothar in diesen Jahren erlebt. Anfang der 60er Jahre gibt es noch nicht so viele Stars in Deutschland. Lothar ist einer der beliebtesten und er genießt es.
Er ging mit meiner Mutter auf Sylt am Strand spazieren und es kam eine Dame hinterher galoppiert und sagte, ich habe Buddenbrooks gesehen. Ich finde sie so fantastisch und haben Sie ein Autogramm? Und mein Vater hatte vorsichtshalber immer ein paar Autogramme in der Tasche, falls einer kommt und fragt. Und hat gesagt, ja, also kleinen Moment, und hat Stift rausgeholt und dann hat er unterschrieben und sie hat sich das gar nicht angeguckt, sie hat sich das genommen und gesagt, vielen Dank, Herr Teddy. Ingrid André möchte heute nicht mehr vor die Fernsehkamera. Es sei manchmal zu viel gewesen, damals mit Presse und Fernsehen. Das habe Spuren hinterlassen, sagt sie. 1965 lässt sich das Traumpaar scheiden. Es muss ein schwerer Schlag für Hans Lothar gewesen sein. Jürgen Roland, sein enger Freund, sagt, Ingrid ist das Beste gewesen, was Hansi passieren konnte. Sie hat ihm Halt gegeben. Auch die kurze Ehe mit einer jungen Lübeckerin hat ihm über die Trennung nicht hinweghelfen können. Er war zum Schluss sehr allein, auch wenn er Freunde hatte, wie Felmi und wie mich und so. Im Grunde ist der Ingrid André nie losgeworden, innerlich. Er hat sie, glaube ich, obgleich sie getrennt waren und alles zu Ende war, er hat sie immer weiter geliebt. Die Passagiere bitte zum Flugsteig 4. Sein größter Publikumserfolg kommt 1964 mit dem Flugzeugthriller Flug in Gefahr. Das Fischgericht an Bord eines Passagierflugzeugs ist verdorben. Passagiere und Piloten brechen mit einer Lebensmittelvergiftung zusammen. Der Film macht Furore. Nicht zuletzt, weil die deutsche Fischindustrie scharf protestierte und eine Richtigstellung nach Ausstrahlung des Films erzwang. Von deutschem Fisch wird keinem schlecht. Lothar spielt hier einen ausgeliehenen Bomberpiloten, der den Jumbo landen soll. Das sind doch nicht alle beide. Können Sie dieses Flugzeug fliegen und landen? Ausgeschlossen. Sein Bruder Günther Neuze spielt den Piloten im Tower, der das Flugzeug fernsteuert. Die Air Force hat sich jetzt auf dem Radarschirm. Sie werden dann ihren Kurs korrigieren. Ich schalte jetzt die Automatik aus. Wir schalten jetzt die automatische Steuerung aus. Da war übrigens auch seine ganze spezielle Qualität, sozusagen einen durchschnittlichen, alltäglichen Menschen zu spielen, der aber außerordentlich fühlsam ist. Und ohne dass es aufdringlich wäre, hat er eine Vorbildfigur dargestellt, in dem Verhalten schließlich und endlich. Und das konnte er völlig unterspielt scheinbar vortragen. In Hongkong, das schon oft die Fantasie der Drehbuchautoren beflügelt hat, sahen wir ein deutsches Aufnahmeteam bei den Dreharbeiten zu einem neuen Spielfilm. Hans Lothar 1961 bei den Dreharbeiten zu Bis zum Ende aller Tage. Er kann die Stimmung am Set beherrschen wie kaum ein anderer. Er gilt als fair, manchmal ungeduldig, selten wütend, meistens hilfsbereit und immer witzig. Manchmal rechne ich Ihnen den Champagner zum niedrigsten Preis. Was, Champagner? Sagen Sie mal, wir haben doch nicht mal genug zu essen. Das Besondere war, dass er nicht nur ein Mensch war, sondern dass er Humor hatte. Und zwar Humor, und das muss ich mal sagen, was selten ist. Ein Humor, der über sich selbst lacht und über sich selbst lachen kann. Wir haben viel Spaß gehabt, wenn wir gesagt haben, nach einer Szene, war das gut? Ja, war es gut? Dann sagte er, wir waren immens, wir waren überwältigend. Dann habe ich gesagt, wollen wir es nochmal machen, trotzdem wir überwältigend waren? Dann sagte er, ich würde ja sagen dabei, denn wir können nur noch besser werden. Schlecht genug waren wir. Vor
allem diesen Humor schätzt auch Jürgen Roland, einer der Lieblingsregisseure Hans Lothars. Die beiden werden enge Freunde und drehen 4 Filme miteinander. Also im Nachhinein jetzt, in der Rückschau, war und ist er für mich einer der bedeutendsten Schauspieler, die wir nach dem Kriege hier in Deutschland auf der Bühne und vor der Kamera hatten. Und damals in der Gegenwart blieb es mir nicht unentdeckt, dass er ein besonders guter Schauspieler ist. Seine einmalige Position, gebe ich gerne zu, habe ich dann erst später erkannt. Aber dass er ein großartiger Schauspieler war, war mir klar. Und er war ein, wie man so sagt, ein Funzkumpel, was nicht eben die Norm ist in unseren Kreisen. Hier, ich kann nicht bis morgen früh warten. Lothars erster Auftritt in einem Roland-Film ist nur kurz, aber brillant. Goldfeder. 14 Karat. Falls Ihnen das was sagt. Nun gehen Sie mir aus den Augen, Sie Prolet. Wenn Sie heute 34 Mark bekommen haben, wo haben Sie denn das Geld gelassen? Was geht Sie denn das an? Ich will Ihnen mal was sagen, mein Herr. So kommen Sie hier nie weiter. Als Offizier könnten Sie gar nicht standhalten. Dann halten Sie uns nicht länger auf, alles andere interessiert mich nicht. Ja, das sollte Sie aber interessieren. Schließlich dreht es sich um das Verschwinden meines Freundes Albert. Sonntag habe ich mit ihm noch Kalbsfrikassee gegessen, mit Sauerkraut. Wie heißt Ihr Freund? Das habe ich ihm bereits mehrere Male mitgeteilt. Er heißt Albert, ich war Sonntag noch bei ihm. Wir haben Schweinekotelett gegessen, mit Brechboden. Ja gut, aber wo? Ja, sehe schon, das hat keinen Zweck mit Ihnen. Ich muss mal selber losgehen und ihn suchen. Dann komme ich nachher zurück, um Ihnen Bericht zu erstatten, damit Sie endlich mal Bescheid wissen in Ihrem Revier. Unzulänglichkeiten, wo man heute hinguckt. Wozu sowas wie Sie überhaupt eine Uniform tragen darf. Aber worüber wundert man sich eigentlich, das frage ich Sie. Über nichts mehr, über gar nichts. Ich habe noch Hummersalat gegessen mit... Ich habe den Film ja in der ganzen westlichen Welt gesehen, in London, in Paris und in Rom. Er kriegte immer Szenenapplaus. Das ist etwas Erstaunliches, denn das heißt, hier in London und Paris kannten die ja nicht Hans Lothar. Also, dass sie in Hamburg geklatscht haben, okay. Aber es teilte sich den Leuten mit. Das ist, was wir hier erleben, was der Mann dort treibt. Er spielt einen Betrunkenen, einen Angetrunkenen. Na und? Es haben nach ihm und vor ihm Tausende von anderen nicht unbegabten Kollegen auch gemacht. Aber es teilte sich dem Publikum mit. Wir erleben hier etwas, das ist schon... ungewöhnlich, außergewöhnlich. Gelegenheitsarbeit. Außergewöhnlich ist auch die Darstellung eines Gelegenheitsarbeiters in dem Film Seelenwanderung. Eine seiner Lieblingsrollen. Lothar wirkt so leicht und spontan, als würde er improvisieren. Meier. Und die Seele von ihm, die ist in diesem Karton. Ja? Och, da würde ich zumindest auch mal ein paar Löcher reinstechen, damit sie frische Luft kriegt. Och, Herr Präsident, wenn Sie mir hier auf den Arm nehmen wollen. Aber. Löcher in den Deckel stupsen. Eine menschliche Seele ist doch kein Maikäfer, Herr Präsident. Die menschliche Seele ist metaphysisch, verstehen Sie? Ja, ja, na schön, schön. Nur wollen wir mal zur Sache kommen. Sie behaupten also, Ihr Freund hätte Ihnen sein Denkmal geschenkt, ja, beziehungsweise angeboten dafür, dass Sie ihm seine Seele geben, ja, vielmehr zurückgeben. Jawohl, so war es, ha, genau. Sie, wissen Sie, dass wir einen ganz hübschen Fall von Erpressung haben? Ach, das ist ja interessant. Dass ein Geist sein Denkmal verschenkt, das glauben Sie nicht. Aber dass man ihn dazu erpressen kann, das ist möglich. Also, Herr Präsident, ich stelle fest, Sie verwickeln ihn fortwährend in Widersprüche. Das muss wohl an der Widersprüchlichkeit der Geschichte liegen, die Sie mir da erzählen, ja? Sehen Sie, Herr Präsident, und das ist auch die tiefere Ursache von all die häufigen Justizmorde. Ihr Urteil bat ab, was er überhaupt nicht kennt. Na. Die Quelle kann möglicherweise sein, so improvisiert spielen zu können und so intuitiv sich Rollen anzunähern, eines Lebens zwischen den Zeiten. Einerseits geprägt als Kind einer Nachkriegsgeneration, 1929 geboren, schauspielerische Schritte sozusagen nach dem Kriege gemacht, andererseits auch vor dem großen bundesrepublikanischen Bruch 68. Also er hat möglicherweise etwas vorweggenommen, eine stille Rebellion, die sich in der Zeit, in den 50er Jahren, vielleicht auch zeitkonform inszeniert, in den Halbstarken zeigte. Er hat das sicherlich nicht politisiert, aber er hat es exemplarisch in seinen Spielen eingefangen. Und
Das, glaube ich, ist auch ein Moment gewesen, das ihn den Zuschauern sehr nahe gebracht hat. Er hat den Alltag für sie inszeniert und die Rebellion, die offen nicht möglich war, in sein Spielen stillschweigend, aber sichtbar integriert.